Der Kinderaktionstag des Kreisfeuerwehrverbandes lockte am 8. Juni wieder rund 200 Kinder aus 22 Feuerwehren nach Wallhausen auf den alten Sportplatz. Mit Betreuern, Organisatoren und Helfern waren an diesem Tag etwa 280 Leute im aktiven Geschehen. Celine Klause, Kreisjugendwartin, begrüßte die Kinder und weckte großes Interesse und Vorfreude bei ihnen angesichts dessen, was dann alles passieren sollte. 8 Stationen waren wieder in Betrieb, über die Celine Klause berichtete. Also die Kinder können auf jeden Fall Spiel, Spaß und Action erleben, also das kleinste Ü-Ei aus der Feuerwehrgeschichte. Man hat von einer kleinen Brandbekämpfung bis hin zur Wasserförderung, kleine Erste-Hilfe-Übungen, aber auch Geschicklichkeits- und Spaß-Spielen, alles dabei. Von der Raupe Nimmersatt, wo man auf Cola-Kisten balanciert als Gruppe, bis hin zu Schlauchkegeln, wo man Kegel umstößt, alles mit dabei. In loser Reihenfolge konnten die Mannschaften diese absolvieren. Die Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren waren zum Teil das erste Mal oder schon als alte Hasen das zweite oder dritte Mal bei diesem Treffen dabei. Letztere kannten sich somit schon gut aus und die eine oder andere Aufgabe fiel ihnen etwas leichter. Das Thema Feuerwehr zeigte sich natürlich an jeder Station. Eine Aufgabe war es zum Beispiel, Gerätschaften richtig zu benennen. Selbst die Kleinsten absolvierten diese Station mit Bravour. Und zurück an Abklatschen. Saugkorb. Verteiler. Busteller. Und zurück. An anderen Stellen galt es im Team, gemeinsam voranzukommen. Nur im Gleichklang geht es vorwärts, zeigte sich an der Mannschafts-Skistation. So manches Team hatte hier Startschwierigkeiten, aber am Ende gelang der Gleichschritt. Weiter, das sieht gut aus. Weiter. Nur gemeinsam konnte die Brücke aus Getränkekisten gebaut werden. Koordination und Teamgeist standen an diesen beiden Stationen im Fokus. Jede Mannschaft gab natürlich ihr Bestes, doch der Spaß stand immer an erster Stelle. Richtig, also das ist sowieso bei den Kinderfeuerwehren immer unser Motto, dass dabei sein alles ist. Natürlich werden im Hintergrund immer ein paar Punkte gezählt, weil natürlich der Erstplatzierte immer wissen möchte, ob er es jetzt war oder nicht. Und es gibt halt natürlich für den Erstplatzierten immer eine kleine Überraschung mehr. Aber jeder Teilnehmer ist hier immer ein Gewinner und deswegen gibt es für alle auch eine Medaille. Leben retten und Brände löschen, heißt es bei der Feuerwehr. Druckverbände anlegen und einen Menschen in die stabile Seitenlage bringen. Man staunte, was die Kids der Feuerwehren schon alles konnten. Neben dem Spaß, den die Kinder an diesem Aktionstag sichtlich hatten, stehen aber auch weitergehende Aspekte wie Teamstärkung im Fokus. Also als Wettkampf würde ich das auf jeden Fall nicht bezeichnen, sondern wirklich als spielerischer Austausch, wo die Kinder halt sich kennenlernen können, und ich sehe das als sehr, sehr wichtig an, weil so werden die schon mal mit Feuer und Flamme dabei gehalten, lernen das ein oder andere mehr, als es vielleicht nur in der Schule wäre oder halt im Theoriebuch. Und die Zahlen vom Übertritt der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr sprechen auf jeden Fall für sich, dass wir dadurch auch sehr gut die Mitglieder halten können.